Also wir sind hier für den Talk von Kaffeeriechern, Abtrittfahrern und Fischbeinabreißern. Welcome to the translation for the talk von Kaffeeriechern, Abtrittanbietern und Fischbeinreißern bei Michaela Fieser. Your interpreters are Tony and... Michaela Fieser ist Autorin, Bloggerin and we'd be very grateful for feedback on Twitter using the hashtag C3T. Now there's a short introduction of Michaela Fieser. Hat da ganz viele tolle Sachen gemacht. Und ich würde sagen, erstmal eine Runde Applaus für sie. Who wrote a book and will be giving the talk today. So. Hab sie vorgestellt, jetzt überlasse ich dir das Feld. Okay. Ich erzähle mal ganz kurz so ein bisschen zu mir, weil mein Lebenslauf so ein bisschen, sagen wir mal, schräg ist. I'll talk a little bit more about myself, because my CV is not very standard. Science Fiction. Now, I have a high school degree from the US in science fiction. Und habe dann in London Japanologie und asiatische Kunstgeschichte studiert und fand Japanese es dann Studies so spannend. And Asian Art History dachte, wenn man in London afterwards macht, dann muss and man found it very interesting. Das Christentum verstehen, weil es ja immer wieder vorkommt und deshalb dachte ich in der japanischen and Kunstgeschichte thought, kommt in order Buddhismus to understand immer vor. Japanese also wenn ich diese Art History muss ich auch diesen Buddhismus I really should verstehen. Understand und Buddhism. Dann damals ein Kloster gefunden, das mich aufgenommen and hat für ein Jahr, wo I ich dann a temple Schwert kam von Kalligrafie und Blumenstecken und all die Dinge gelernt where habe, I could learn Buddhist history, Buddhist culture. Japan, dort über die I stayed in Japan for a while and did some research on Aramaids in Japan. Damals kam Broadband gerade auf, habe dort neue Inhalte entwickelt, hatte dann ein Team, das in L.A., Tokio, London gearbeitet hat. And I worked und dann in kam a Bruch, sort und of gesagt, okay, jetzt Internet-like startup thing. Ich muss zurück nach Deutschland. And then I decided that I want to leave Japan and go to Germany. And with a little small bus, I went all throughout Germany and looked for really, really small places that no one knows. And this is how I started to become a writer. So researching is very, very important in all my work. Hier, das war jetzt, ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich oben wartete. Bis die anderen fertig sind. Es geht ja hier heute um Arbeitswelten. So I'll start and today my talk is going to be about work and the world of work. Also, kann man hier drauf and this is the panic button, which I found really, really interesting. And you can press this panic button, which will light up the room. Darum geht and these are old things that will die out soon. Von Kaffeeriechen, Abtrittanbietern und so this is about Poetics so of Work. Von einem Buch, das habe ich zusammen mit der wunderbaren Illustratorin Irmela Schautz gemacht. And this title is also the title of a book that I wrote with an illustrator. Heute nicht mehr erkennen kann, was es für Berufe sind. And we looked for also jobs where even from knowing the names, we wouldn't be able to understand what exactly they did. Was ist es also? Und ich habe dann danach noch zwei andere Bücher gemacht über das Thema Arbeit. And after this book, I did two more books about the topic of work. Oder beide mit dem preußischen Kulturbesitz. Und zwar haben die mich in ihre Archive gelassen. Und dort, with Prusa, where they allowed me to go into their archives and look at their old photographies. In einer alten Offizierskegelbahn im Keller. Also sie waren ganz ungewöhnliche Orte. And I found really, really interesting places that I would never have found otherwise. Anthropologe David Graeber. David Graeber, the famous anthropologist, talked about bullshit jobs. And in The Guardian, I found a couple of jobs that will probably die out soon. They mentioned 704 jobs. Now, me as an author, I'm on spot 104. The most secure job is the recreational therapist. Ganz schlimm. Also ganz schlimm sind Data Entry Keyers, Library but Technicians. But Data Entry Keyers are pretty much also gone. They will die out very soon, according to aber this ich list. Mal zurück hier but let's get back in time.
zum alten Handwerk. Das ist ein to the old Bild crafts, the old handicrafts. This is a picture from a book from 1880, where different types of handicrafts were listed. And the publisher back then published this book in French, English and German at the same time. So this is the plumber, the plumbery, the place where they, where the plumbers work. There's a bird cage and the work atmosphere is very nice. They have tea. There's a very young person who's just studying, and it kind of feels very homely. This is from 1880. Auf Französisch und Englisch, weil das damals eben auch in England und Frankreich so eine Klempnerwerkstatt. And this is trilingual because in England and France, it looks very, very similar. Wieder eine Klempnerwerkstatt. Now let's get back another 100 years. So 1718 is very, very similar. There's men of different ages. The woman is in the same room. It's all very homely. But let's skip to 1925. Even back then, we have a plumber workshop. It's photographed by someone named Krauss, but we don't know anything about him. Aber ich brauche we still have the oven, sagen, heute ganz but today a plumber workshop looks very, very different. Allen Berufen, also das geht mir so mit allen meinen Freunden, ob die jetzt Musik machen, ob die schreiben, ob die programmieren, ist eigentlich alles immer nur auf diesem Computer. And like in most most crafts and most jobs that you do, you interact mostly with the computer and you don't have such a homely atmosphere. Ja, das ist also, das sind alles Fotografien. This book contains photographies. Ja, bis 45, weil dann nach dem Krieg gab's einen großen until 1945, because after the Second World War, there was a big disruption. Das ist jetzt spannend, dieses Bild, weil es von dem Willy Römer ist und because of industrialization that really sped up after the Second World War. Ist er bei Schneidern aufgewachsen. Seine Eltern waren Schneider und der hatte halt dieses Know-how. And this photographer who grew up with people that took care of garments was able to really interact very lively with handicraft people, with craftsmen. Der 36 ist die geboren und and Abisak Thürmann, who is seen in this picture, who did this picture here, who was born in 1936, also did a couple of pictures. This is another picture by William Römer that shows how important having an apprentice is. Because he can fit into this small, limited space. And Willy Römer liked to go out and also take pictures of the craftsmen that are outside while they're working, the chimney sweeps in this example. And I want to show another example from someone who lived at the same time as him. Seidenstecker. Hat so die während der Arbeit gemacht und der Seidenstücke hat dann schon angefangen, das ästhetisch wahrzunehmen. And Seidenstücke, he already had a sense of aesthetics. So he tried to make a scene out of it, to not only portray the work as such, but to have an eye for vision and for how it looks. Die Arbeiter, ja, ich finde, die erzählen wahnsinnig viel. So I think these pictures, they really tell us a lot. Auch das ist Handarbeit, Handwerk, ne? Das ist dieser Kabelsalat. And this cable salad that no one really wants is also a type of craft. Ging damals, als ich das Buch gemacht habe, der Gedanke zurück, was ist denn Handwerk? And when I first did this book, I was asking myself, so what is handicraft? Schmied, dem ruhmvollen Denkerpreis im Lied. Mit Athene, der eulenäugigen Göttin, lehrt er herrliche Werke, die Menschen this is a quote by
a Greek philosopher. Jenes ruhmreichen Künstlers Hephaistos lernten sie schaffen. Bringen sie leicht ihre Zeit dahin bis zum Ende des Jahres. Leben in Ruhe und Frieden in ihren eigenen Häusern. Yeah, it's a quote. Also es geht darum, linking the craft people with the gods. Die Menschen aus den Höhlen herauszuholen und die Zivilisation zu schaffen. Alles, was wir heute um uns herum the craft people were there to get the people out of the caves and make things. Auch, dass der Handwerker, the genannt Demiurgos, workmen, according to Homer, was the Demiurgos, who worked publicly and was productive, and this was about everyone. From chirurgy to slaves to build the civilization. Jetzt kommt eben der David Graeber, den ihr vielleicht kennt aus der Occupy-Bewegung. Graeber from Occupy, you maybe know him, who wrote this text about bullshit jobs, also, and that we're in an age of bullshit jobs. Administrative, bureaucratic, pizza services, stuff like this, jobs that nobody likes to do. Da möchte ich jetzt ein bisschen Jobs zeigen, die es früher gab, die Bullshit-Jobs waren. With jobs that were bullshit jobs, jetzt also wirklich in the past. Im wahrsten Sinne des Wortes. In the truest sense of the world, this is privy porter, we decided to translate it. Casanova berichtete, Casanova said, we went walking and spoke about literature and stuff, and close to Buckingham House, there were some people who really, well, they took a shit and showed us their butts. So the situation in Europe in the 16th, 17th, 18th century, where there are no public toilets. In Rome gab es 116, ich habe es mir aufgeschrieben, 144 Latrinen und 116 Pissstände. Aber das ist alles pissoirs, verloren gegangen. And this all got lost. Gerade im 16. Jahrhundert ist man wirtschaftlich beweglicher geworden, musste von Ort zu Ort reisen. Und situation has become much more mobile, and people had to go in the public. So there's this privy porter. He would have run around everywhere, even here, I guess. He had a bucket and a leather cloak. You could sit on all of this and take shit. Ich habe wirklich, ich war in der Raritätenbibliothek und so weiter. Also das sind Leute, haben sich eine Kutsche anhalten lassen, sind mit der einmal ums Carré gefahren und dann wieder ausgestiegen. Chariots drove around and got out again. Und erst to not have it erst im 19. Jahrhundert kamen dann diese öffentlichen Toiletten wieder auf in Europa. Came back to Europe. Achteck hießen die dann, oder der Madai-Tempel. Octagon, they were called or something. Das waren gusseiserne Strukturen, so achteckig, die man dann auch bewegen konnte, weil das natürlich auch eine Belästigung war für die Leute, die an den Plätzen wohnten, wo diese the smell was really nice for the people around those. Bewegt. So they were moved all the time. Als nächstes habe ich den Fulonen. Der Fulone ist jemand, der das Urin aufsammelt. Someone who catches the urine, zu Ammoniak, the piss, which is turning into ammoniac, which is a great thing to clean Rom, denn with. Im alten Rom sagte man, really important in the old Rome. Lautus, das ist ein Römer, ist ein Lautus, ein guter Römer. Lautus, a good heißt, Roman. Lautus means well cleaned, and this job was really important. So these togas, everybody was wearing, the senators. They had to be cleaned by these Fulones. Männer und Frauen, die hatten dann tatsächlich, hatte ich ja schon erwähnt, in der ganzen Stadt verschiedene Latrinen, die sie immer geleert haben, aber die hatten auch Amphoren, die sie aufgestellt hatten, auch beim Senat. Da haben sie dann auch oben den Kopf abgebrochen, dass man besser reinpinkeln konnte. Where you could und pee into haben die dann eingesammelt. And collected und, man sagte dann zum Beispiel auch, ein Senator sei non valet lotion suum, das heißt seines Urins nicht würdig, was weil not es war worthy bekannt, of his urine. Dass, wenn man Wein getrunken hat,
if you drank wine, the urine wasn't as good as if you had drank something else. Also die Pholonen haben dann das gesammelt, und haben dann darin gewalkt und dadurch wurden diese die Weißdetogen pressed together and the togas became white again. Am Rande der Stadt in Italien waren sie eher in der Stadt. At the edge of the city in Italy it was in the center of the city because the temperatures were not as bad, the smell wasn't as bad accordingly. Das ging dann so weit, dass man and it went so far that Pholonen gab's dann auch the Pholones zur Zeit, als Paris umgebaut wurde, und da hatte man dann damals schon hatte man für ganz viel Geld Straßenkehrer eingesetzt, rebuilt, die Straßen reinigen. Und hat denen dann aber ein paar Jahre später wieder viel Geld gegeben, dass man die menschlichen Fäkalien wieder einsammeln konnte und daraus Ammoniak gewinnen. A lot of money to collect. Und man wusste auch, dass der Urin aus armen Mietshäusern in Mailand zum Beispiel viel besser war als der Urin aus den reichen Gegenden, weil die eine ganz andere Nährung hatten. Much better in the poor regions than in the rich, because there was more nitrogen in it. Jetzt geht's weiter zum Kaffeeriecher. This is a coffee smeller. Da muss man ein bisschen aufholen. Kaffee gab es ja nicht schon ewig. Coffee hasn't been there forever. Kaffee kam auf, als die Türken Wien belagert haben. Und nach der Belagerung fand man halt diese ganzen Säcke mit Kaffeebohnen. Und dauerte dann auch eine Weile, bis man wusste, wie man den braunen Kaffee mit Sahne und Zucker anrichten. They didn't really know what to do with that, and they took a while to get used to it. Und the first cafes were open, and it's nice for waking up, and it's wurde sehr, sehr cool. Schnell dann zum Luxusgut. What das was heißt, really popular became luxury article. Das heißt, it was für einen, really highly taxed. Eine Kaffee, den Kaffee zu kochen, musste man mit Steuern so viel zahlen, wie eine Spinnerin an einem Tag coffee verdient hat. One had to, das ist halt immer so bei Waren, wissen wir ja alle. Pay just a tax is what a spinner made in a day. Die von allen gewollt werden, die aber klein sind, die Kaffeebohnen, wenn die ja nicht geröstet sind, sondern auch grün, dann riechen die ja nicht, die konnte man überall mit sich schmuggeln. Und der Kaffeeschmuggel, gerade in Berlin, war unglaublich. Der wurde einfach rein in die Stadt. Und der König wollte was dagegen tun und hat dann gedacht, okay, dann setze ich doch diese alten Kriegsveteranen ein. Und dann hat er 400 Veteranen ausgebildet, die zu jedem nach Hause gehen durften und dort schnuppern konnten, ob die Leute gerade Kaffee hatten. For coffee. Und wenn sie keine Besteuerungsurkunde hatten, Find some taxation documents, und they ist so ein bisschen, got arrested. Ich meine, wir werden ja heute auch überwacht, aber and heute merkt man es nicht. Aber die we're Typen, die waren so, but we're not really, noticing that, die waren so these schlimm, guys, man muss sich vorstellen, das waren so halt Kriegsveteranen, die hatten... They're war veterans. Ja, das waren halt rohe Kerle, und die kamen dann halt einfach nach Hause und dann haben das Haus umgekrempelt. Brutal guys that just went everywhere and... Zitat von einer Frau. Nee, aber... Wasn't that a nice experience? There's this citation from a woman. Moment. Das hat also eine Frau dann geschrieben. Man stelle sich die Aufregung vor, als ich mit meinen Freundinnen bei Tische saß, die Tür aufgerissen wurde, drei uniformierte Männer in die Stube stürmten, unsere Tassen inspizierten und die Küche auf den Kopf stellten. Zu meinem Glück wurde diese Nachmittag nur Tee serviert. And well, we gave them und die Kaffee, die waren so verhasst, dass die nach 8 Jahren abgeschafft wurden. Also wirklich, das Volk ist auf die Barrikaden gestiegen. Ich denke mir manchmal, es wäre nicht schlecht, wenn es heute auch so wäre. People got on the barricades. It would be nice if we did this nowadays. Ja. Es gab dann tatsächlich nur noch einen Beruf, der verhasster war. Das war der Perückenriecher oder Schnüffler. People hated it even more. It was perfume smellers. Und da gucken, ob die diesen Zettel drin which hatte. Mostly did the same. Der Sandmann ist jetzt einer dieser Berufe, dieser Bullshit-Jobs, dieser Scheiß-Jobs, die so furchtbar waren, dass ich tatsächlich so Probleme hatte, darüber irgendwas zu finden. Erin es gab really in keinem Archiv irgendwas, da musste ich tatsächlich detektivisch rangehen. Und zwar dank dieser deutschen Reise, die ich damals gemacht habe im VW-Bus, da bin ich an einen Ort gekommen, wo es Sandsteinhöhlen gab. Und da hatte ich zum ersten Mal von diesen Sandmännern gehört. Und zwar waren Sandmänner, man brauchte damals, um die guten Stuben zu reinigen, hat man so ein bisschen Sand überall ausgestreut auf dem Holzboden und dann zusammengefegt. Und indem man dann diesen Sand aufgefegt hat, hat man auch diesen ganzen Schmutz mit eingefegt. Swept it out.
Das war einfach swept out the dirt with it. So ist ganz, ganz normal. Kehrwoche. Man hat den Sand auch benutzt für, das hat mir mein Opa auch noch erzählt, für Milchkannen und so. Und die Sandmänner waren halt Menschen, die nach 1845 gab es eine große Kartoffelernte-Krise und da haben ganz viele angefangen, diesen Sandstein abzuarbeiten und haben den mit nach Hause genommen und damit mit ihren Familien gerieben. Das heißt, dieser Sand war bei denen zu Hause, die hatten quälende Augen, der Sand war in allen Körpern, Ritzen, Öffnungen. Es muss ganz furchtbar gewesen sein. Ich habe auch von einem Arzt noch ein Dokument gefunden, der meinte, er hätte von so einem Sandmann die Lunge seziert, die sei ihm fast auseinandergebröselt. Und es gab halt wirklich nichts, die man so... Das war so ein schrecklicher Job, dass keiner darüber geschrieben hat. Und ich habe dann Aufzeichnungen gefunden, weil ich dann auf einer Deutschlandkarte geguckt habe, die Geologie, wo gibt es Sandstein, und habe dann dort die ganzen Heimatmuseen angeschrieben, gefragt, habt ihr nicht irgendwas über die Sandmänner? If anybody had anything on it. So. Jetzt zum ganz... Also jetzt hatten wir ja die normalen Handwerker, die die Zivilisation aufbauen. Now we just talked about like normal handicrafts. We talked about shitty jobs, dass man erfüllen kann und dadurch eben Brotverdienst hat. Und dann gibt's in Japan, and in Japan, einen Ningen Kokuho. I was able to find ein lebender Nationalschatz, a living national treasure. Die dort Menschen haben. Die einfach etwas können, in Japan, they have people that Töpfern sein, know something no one else knows. So this might be being able to create some puppets or something in a tradition. So you get, this is the kind of job that would be passed on from one generation to the next. So that makes sure that traditionally gold was not as expensive or as important as treasured in Japan. That as handicrafted stuff, like a teacup, a very finely ingrained teacup. So in Japan, this is much more treasured. That's why there's still these living national treasures. We had before Homer, who said that the handwerker is produktiv und öffentlich. Now we talked about Homer, who said the craftsman is productive and public, but Platon, he actually used poin, which is to make or to create, but it's actually related to poetic. Einfach im Blick behalten, was man arbeitet, was man, weil man ja so viel Zeit im Leben damit which is because you spend so much time doing it, you should really understand what you're doing and kind of stand behind it. Mit der wir uns beschäftigen, unser Weltbild. And how does the work that we do actually change our view of the world? This is a picture by Fritz Karl from 1926, which was during the high time of the industrialization. We thought of people as a factory. Das hier wurde in einem Tempel in Peking gefunden. So on the left side, there's something that was found in a temple in Beijing, which is found in the in a Taoistic worldview, where every organ in your body works in harmony with each other, and each of them has a different role to play. Wie der Computer uns sieht. And this is the newest one, how the computer sees us today. Tom Ego ist in New York an der Universität. Tom Ego unterrichtet er. Und naja, das ist who's a professor at a university in New York. Genau. And this is kind of how far we've come. Haben wir Frage und Antwort. Now we'll switch to questions and answer. Die so gut sind, die zu gut sind, um beantwortet zu werden, dass wir darüber noch nachdenken können. I'd prefer questions that I can't answer, so that we can think about it. Kleine Inspiration. Danke. So, falls es Fragen gibt, bitte an den Mikrofonen aufstellen. Da gibt es Mikrofone, 4 Stück im Saal. Einfach anstellen und ich rufe euch auf. There's a couple of questions in the room. Erstmal du.
question. Ich glaube, du hast uns nicht erzählt, was Fischbeinreißer sind. You didn't tell us what these Fischbeinreißer are. Das erzähle ich doch so gerne. Fischbeinreißer. Fischbein ist nichts anderes als die Barten beim Wal. These are basically whale bone smasher. Gibt's ja schon lange, aber irgendwann, ich meine, früher gab es ja keinen Plastik und Materialien hat man ja einfach aus der Natur genommen. So und irgendwann kam man dann halt darauf, diese Barten vom Wal, so, die sind so lang und beweglich. Ne? Because whales were caught, and at one point people figured out how to use these whale bones. And in Spain, at first, they thought of integrating these whale bones into garments, for example, into corsets, or maybe these shoes that were straight, that had an edge in front. That was actually one of the reasons why so many people caught whales. Die hatten überhaupt nichts mit Mode zu tun, aber das waren die besten Fischbeinreißer. Und der Fischbeinreißer ist halt der, der dann die Barten auseinanderreißt. So the Fischbeinreißer is actually the person who takes the whale bones and uses a knife to disintegrate them. Kommt. Danke. Question. Kommt der Sandmann, also der Sandmann von den Geschichten, auch von dem Sandmann? Das Story Sandman ja, come from the Sandman that you showed us? Eine Geschichte geschrieben über einen Sandmann, aber da war es eine Gruselfigur. Answer. Yeah, there actually is some sort of relationship. There was a story about the Sandman as a bad figure, as someone to be scared of. And somehow it changed to this guy that brought kids to sleep at one point in Germany. Weil die natürlich den ganzen Tag mit diesem Sand zu tun hatten und halt wirklich unterlaufene rote Augen hatten. And it was very scary because the Sandman looked pretty bad because they had sand everywhere, their eyes were red. But I don't know how it got to this like very positive image. Also, ich sehe keine Fragen mehr, dann einen tollen Applaus für. There are no more questions, so thank you.